LAT, Living Apart Together. Das bedeutet getrennte Wohnungen, obwohl man zusammen ist. Gemeinsames Leben ja, aber kein Alltag und keine Diskussionen über Spülberge und Wäschetrockner. Natürlich gibt es Vorteile. Wer getrennt lebt, hat keinen gemeinsamen Alltag. Trifft man den Partner, verabredet man sich bewusst, umgeht das Alltägliche. Die Beziehung hat dadurch eine Art Dating-Charakter. Auch Studienergebnisse zeigen, dass vor allem Frauen höhere Zufriedenheitswerte in ihrer Beziehung aufweisen, wenn sie getrennt von ihrem Partner oder ihrer Partnerin leben. LAT-Beziehungen sind jedoch auch oft unverbindlicher und instabiler als die von Paaren, die gemeinsam wohnen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergab, dass sich diese Paare häufiger trennen als gemeinsam lebende Paare. Das liegt weniger daran, dass die Partner in diesen Beziehungen weniger zufrieden sind, sondern daran, dass es leichter fällt, sich zu trennen, wenn man bereits getrennt wohnt. Wer allein wohnt, hat oft ein großes soziales Umfeld und ist es gewohnt, auf eigenen Beinen zu stehen. Wer mit seinem Partner hingegen zusammenwohnt, teilt im Alltag Aufgaben und Sorgen. Und das verbindet. Dennoch, mehr Streitthemen, weniger Rückzugsmöglichkeiten, das sind die Probleme, die LAT-Paare nicht haben. Beides hat also seine Vor- und Nachteile. Und jedes Paar sollte für sich herausfinden, welche Lebensform am besten zu ihnen passt.